Woche zum neuen Video auf diesem Kanal. Los und heute, wie ihr steht, spielen wir wieder Minecraft. Ich habe mir keinen neuen Skin gekauft, sondern. Okay, da hängt die Lytra raus. Macht nichts. Ja, klasse. Ich bin schon heute so durcheinander. Ich habe heute schon so auf Minecraft gespielt und so viel zu tun, aber irgendwie hat es nicht mit Minecraft geklappt. Das hat. Ja, gewachsen ich. Mal herzlich willkommen. Okay, versuch's. Mal herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Los und heute spielen wir eine Runde mal Minecraft Überlebensmodus. Also nicht Überlebensmodus, also ich bin Überlebensmodus. Aber ich habe so eine Runde geladen. Und ich habe hier ein paar Sachen: einen verzauberten Apfel, eine Melone, ein Diamantenschwert, eine Fackel und ein Buch und Feder und ich habe das bekommen. Da bin ich da war ich ganz alleine und da habe ich halt dieses eine Buch von einem alten Mann bekommen. Und dann habe ich wieder ein anderes gefunden. Da steht es halt was drin. Ich zeige euch mal, was drin steht. Also finde das zweite Questbook. Das zweite Quest müssen wir finden. In der anderen Buch und Feder war beschrieben, wo das war und zur Koordinate kann man jetzt nicht mehr wissen, aber ich weiß es eben genau. Wo wir hin müssen, aber auf diesem Fluss werden wir dann einen Steg finden. Da müssen wir einen Steg finden und diesem Pfad dann folgen, der uns dann natürlich für. Oh, es wird schon dunkel, wie ich sehe. Ich habe ein Bett dabei. Nein, gut. Lass uns mal fahren. Oh. Ich bin sau schlecht darin. Also hier irgendwo muss dann der Steg sein. Ich sehe noch nichts. Ich überhaupt noch nichts. Wow, das ist richtig kacke, mit dem zu fahren. Aber so geht's besser. Und da habe ich mir überlegt, ja, ich mache jetzt einfach mal schnell ein Minecraft-Video und guck mal, so die Schweine da vorne, ne? Mache jetzt einfach mal wieder ein Minecraft-Video. Und wir müssen auch schon nach einem Steg. Ich finde jetzt keinen Steg. Irgendwo hat er gesagt, wie kurz ist fest. Warte mal. Das ist doch ein Steg, oder? Müsste man das sagen, das ist doch ein Steg, warte, so sitze ich jetzt. Ich weiche jetzt mal ran. Gut verlassen. Soll das den Weg darstellen? Okay, dann müssten wir aufgepasst sein. Wir könnten überall tunlich lauern. Und das ist so eine Art. Wo die Aufgabe ist, etwas zu finden, mit ein paar Rätseln etwas zu lösen. Ja, dann habe ich da noch ein paar Sachen. Aber ich gehe jetzt mal sozusagen den Pfad hier entlang. Oh, der ist schon nicht voll. Ich sollte völlig den Weg folgen, lieber. Jetzt bin ich sicher. Irgendwas hat sich da bewegt. Falsch gesehen. Oh, okay, da geht's rauf. Schauen wir mal. Geil. Hier geht's auch runter. Nein, ich gehe wieder rauf. So. Ich gehe dann wieder ganz normal. Und dort alles. Oh, hier hat man einen wunderschönen Überblick über alles und wie es halt sehr leuchtet.
Short sozusagen ist es, das zu finden. Hier ist eine Teil hin. Ah ja, das habe ich noch nicht gesagt. Am Anfang, also beim ersten Video, das ich noch nicht gesehen habe, ist das. Warte, ne, ich gehe noch hinaus. Am Anfang des ersten Videos habe ich gesagt, also ist die Aufgabe, etwas zu finden, einen Diamanten, mit dem wir dann einen Redstone-Block, mit der wir dann eine Maschine aktivieren können, mit der wir dann sozusagen die Welt retten, weil eine andere Welt wird von Zombies und anderen Kreaturen halt die ganze Zeit belagert und sie können wirklich werden. Und wir müssen das jetzt so schnell wie möglich schaffen, eigentlich die Bombe, also nicht die Bombe, sondern die Waffe zu bauen. Aber ich will nicht so viel reden, sondern gehen wir tatsächlich hinein. Okay, hier haben wir zwei Knöpfe. Warte, ich gehe mal raus. Ich gehe mal da drauf. Okay, passiert nichts. Da passiert noch nichts. Das ist nicht mal da. Wow! Hast du es gesehen? Da geht's runter. Aber ich glaube nicht, dass man da runter muss. Piste hat man auch gesehen. Ja, was können wir hier Tolles finden? Na. Irgendwo muss doch etwas sein, was uns weiterhilft, zu diesem Versteck zu gelangen. Weil überall, es ist überall ein Raum halt. Wurde ich auch gesagt. Und deswegen, soll man Raum finden, aber. Nein, geht nicht. Oh Scheiße, der packt's. Na gut, dann versuchen wir hier noch. Sind wir gestiegen? Hey, wie komm ich da runter? Wie komm ich da runter? Kann ich da irgendwie durch? Nee, glaub nicht. Nee, glaub nicht, nee. Also irgendwie dadurch. Bin ich da gerade durchgegangen? Lol, was? Okay, dann gehen wir erstmal runter. Nicht ganz einfach, nicht ganz einfallsreich. Das Versteck aber trotzdem originell. Schauen wir mal, was in den Kisten ist. Nee. Das liegt so, wenn ihr Bock habt, können wir auch auf einen anderen zwei Kanälen. General XD und Luz. Nein, ich werde nicht mehr Luz Endplays. Da ist es No Name, habe ich ihn umgeändert. So heißt er jetzt. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen und ein Abo da lassen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob euch andere Videos wünscht. Mir wurde gesagt, dass ihr ein Clash Royale Video machen soll. Kein Problem. Hier drunter kann man nichts finden. Nee. Da ist auch nichts. Okay. Ich glaube. Ich glaube, dass das hier was zu tun hat. Moment, was ist. Ist das eine Druckplatte, Leute? Ist das nicht eine Druckplatte? Soll ich da hineingehen? Na gut, dann haben wir hier etwas. Okay, das ist halt nicht. Nein. Dann gehen wir einmal hinein. Ich kann einfach die Fakten essen, die Fallen. So nachhinein ist es nicht gerade so berühmt. Wirklich, aber. Okay, dann versuchen wir es halt, machen das Beste daraus. Ja, hoffentlich sind die anderen Fallen, die wir machen müssen, besser. Ich gehe jetzt mal hinein. Oh! Da vorne ist eine Kiste. So, ich schnapp mir die. Okay. Hey, wie komme ich jetzt wieder raus? Ich glaube, vielleicht mit dem Hebel. Okay. Was ich jetzt nicht darf, ist ins Feuer gehen. Nee, soll das die Folge sein?
Naja. Okay. Wir haben da einen Trank der Wasseratmung. Oh, ich kann mir schon denken, um was es geht. Ich glaube, wir müssen irgendwo ein Wasser suchen und Aufgaben. Oh, das ist die zweite Aufgabe von Mai, von unserem Meister. Was soll denn das? Wie geht denn? Das war das Questbuch. Also, da ihr nun, warte, ich mache ich was anderes. Okay, ich lese jetzt mal vor. Also, da ihr nun die erste Etappe geschafft habt, okay, der spricht uns mit ihr an, wird es Zeit, eine neue zu beginnen. Beide Flaschen sind da. Ah, okay, ich glaube, dass die zwei Flaschen, die wir haben, also, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, zu dienen, dass wir hier ein bisschen Wasser machen können. Der Tipp: Such die Koordinaten 64, 55, minus 14. Okay, die Koordinaten müssen wir suchen. Ich glaube, das ist doch die. Ah, ich bin doch ein PS. PS, nicht die genauen Angaben, sondern, okay, ein Fehler, nur in der Richtung. Achso, das bedeutet der Meister. Also, das bedeutet, dass die Koordinaten, die wir bekommen haben, sind nicht wirklich die, die wir brauchen, wo dann auch gleich der Schatz ist. Nein, es ist nur ein Hinweis und in der Nähe von Umkreis von 10 Metern. Was war das jetzt? Von Umkreis von 10 Metern befindet sich der Schatz. Na gut, werden wir uns aber auf die Suche machen. Ich werde jetzt aber diese Folge schon beenden. Und, oh, geschafft hast du. Ich werde jetzt hier rausgehen, diesen schönen Ort verlassen und mich auf die Suche machen zu den Koordinaten 64, 55, minus 14. Oh nein, es regnet. Natürlich möchte ich noch etwas sagen. Danke an die Person, an den Andreas, der mir bei manchen Videos ein bisschen hilft und bei den manchen Videos auch dabei ist. Dafür würde ich mir gerne wünschen, dass ihr ein Abend da lasst. Eines für dieses Minecraft-Video, eines für den lieben Andi, der mir dabei hilft. Bei manchen Videos bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube 6 oder 7 Videos sind es. Und das Coole ist, ich habe schon 300 irgendetwas, mehr als 350 Aufrufe bei diesem einen Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch jedes Video anschaut. Und natürlich sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und ich würde mir, wie schon gesagt, einen Like da lassen für dieses Video. Und natürlich ein Abo. Vergesst auch nicht gleich die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal. Also bei der nächsten Etappe, wo wir das letzte Questbuch finden müssen. Der uns zum Schatz, also nicht zum Schatz, sondern zum letzten Bauteil führt. Ich wünsche euch noch einen schönen, wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!